Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Ich, ja. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Ja, sobald die Röhre aber gefunden wurde, ist es vorbei. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Oder muss ich abhauen wegen der Bombe? Aber der ist doch da hinten auf seiner Plattform, ne? was? Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Ja, ich werde jetzt nicht sagen, dass es einer sein musste, weil dann kommen da wirklich die Schuldgefühle. Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Sie trifft keine Schuld, Williams. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für Sie entschieden. Es tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber Sie hätten mich nehmen sollen. Alenko war ein herausragender Officer. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mich zu opfern. Das wollen wir hier aber nicht. Ash, wie weit wollen Sie gehen? Wollen Sie als Märtyrerin sterben, um die Ehre Ihres Großvaters zu retten? Das ist nicht fair. Ja, es war nicht fair, wie das Militär und die Öffentlichkeit Ihren Großvater behandelt haben. Aber ich möchte Sie nicht wegen dieser Geschichte verlieren. Verstehe, Commander. Commander? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Ja, das hatten wir schon mal, wo ich danach Kopfschmerzen hatte, ne? Das war toll. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit.
unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Okay. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Warum haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in Ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Okay, dann wird das wohl unser nächstes Ziel, ne? Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Ja, irgendwie wird es schon klappen müssen. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut nicht umkippen. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Ja, hast du damals auch schon machen müssen, ne? Dr. Chakwas sollte sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Okay. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Ach, ja, der Rat ist immer so eine zwiespältige Sache, aber letztendlich arbeiten wir ja immer noch für den. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Ja, aber das ist jetzt mal... Die nennen es Erfolg. Ich nenne das eher eine Niederlage, weil Caden weg ist. Die Krogana hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Hallo? Ich erzähl davon. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Ja, vertrauen mir, aber glauben mir nicht. Das wäre so typisch. Ach, ja. Der arme Caden. Ich werde jetzt immer an den denken, wenn ich hier an der Stelle vorbeigehe, wo er immer rumgesessen hat.
Nämlich hier. Da hat er immer gestanden und... Ach ja. Kann ich hier was rausnehmen? Medigel 0. Wir gehen mal wieder zu den üblichen Leuten. Ob da was Neues ist. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Ich glaube, das ist dieselbe Option wie damals. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chuckwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Ja, das kannten wir ja schon. Deswegen brauchen wir es jetzt nicht nochmal machen. Dann mal wieder eine Runde runter. Habe ja wieder neue Sachen bekommen. So, rein da. Kann ich hier Sachen verkaufen? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, warte mal. Sind das... Ich möchte Sachen verkaufen. Wie kann ich verkaufen? Das hilft mir wieder nicht weiter. Ach, deine Leute sind ja mitgekommen. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, Commander Shepard. Trotz unserer Verluste war diese Mission ein Erfolg. Ich werde Lieutenant Alenkos Verdienste hervorheben. Sein Opfer wird den Menschen gebührend Respekt von meinem Volk einbringen. Er kannte die Risiken. Natürlich. Das ist die grausame Realität des Soldatenlebens. Commander, ich kann Ihnen versichern, dass meine Männer und ich nie vergessen werden, was Sie für uns getan haben. Wir werden Ihr Schiff gleich am nächsten Zielort verlassen. Vielleicht haben wir wieder einmal die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Naja, ob ich das so will... Und sein Spind ist auch dadurch weg. Wie kam jetzt der Wrex damit zurecht, dass wir da sein Heilmittel nicht haben? Commander, das war eine gefährliche Situation auf Würmeier. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Ich respektiere Ihre Entscheidung. Das ist nett. Ich weiß zu würdigen, was Sie getan haben, Wrex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Das sehe ich auch so. Wir werden ihn bald haben. Dann wird er für seine Verbrechen gerade stehen müssen. Wenn es nach mir geht, wird er mehr als nur gerade stehen müssen. Ja, du willst ihn ja wieder köpfen. Bis dann, Rex. Shepard. Hey, Skipper. Offenbar kommt langsam eins zum anderen. Nach allem, was wir auf Würmeier gesehen haben, sollte es das auch. Alenko, der Lieutenant. Es wäre schrecklich, wenn dieser Verlust umsonst gewesen sein sollte. Es gibt noch viel zu tun. Noch viel mehr. Es gibt einen Grund für alles, was geschieht, Shepard. Auch wenn wir ihn nicht immer verstehen, was auf Akuse passiert ist. Es war nicht leicht, seine Einheit zu verlieren. Ich weiß. Aber so hast du den Antrieb für diese Mission bekommen. Und das hat dich hierher geführt. Du kommandierst das beste Schiff der Allianzflotte. Dies ist genau der Ort, an dem dich die Allianz braucht. Ohne dich unter Druck setzen zu wollen. Aber ich brauche meine ganze Crew. Was soll ich tun? Ich hätte nichts gegen eine Fußmassage. Tut mir leid. Ich bleibe ernst. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Wir haben uns auf die Mission konzentriert. Wenn wir fertig sind, wird alles anders sein. Das schwöre ich. Wäre das in Ordnung? Okay. Verstehe. Die Galaxis wird sich nicht von allein retten. Die kreischenden Massen werden nie erfahren, wie viel sie geopfert haben. Schlaf gut, Shepard. Okay, sie kommt zum Glück doch besser damit zurecht, als ich es befürchtet hatte. Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür? Wofür, Garrus? Für all das,
dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Danke, Commander. Ja, kein Problem. Gern geschehen, Garrus. Und dann noch einmal kurz zu Sony. Mache ich ja immer. Einmal mit allen sprechen. Hey Shepard, kann ich etwas für Sie tun? Anscheinend nicht. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. War nichts Neues. Okay, dann will ich mal wieder in den Aufzug. Beziehungsweise ich werde dann mal nach oben und werde dann mal wieder ins Tagebuch schauen müssen. Ich hatte ja eigentlich noch einen Planeten über. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein neues Ziel hinzugekommen war. Nee, da ist die Krankenstation. Da will ich nicht hin. So, eins höher. Mach auf. Okay. Das hier ist abgeschlossen. Den Ratbericht. Das habe ich doch schon gemacht. Okay, wahrscheinlich wird das hier dann doch. Ich habe dem Rat. Mit dem habe ich eben noch geredet. Gibt's hier was, wo wir hin? Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Das finde ich gut. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Und andocken. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Aber es gab ja noch was mit Illos, das hat uns ja die Liara gesagt. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Illos anzugreifen? Illos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Aber ich glaube, dass wir die Röhre brauchen, ne? Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Illos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Was? Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ich hasse es, Recht zu behalten. Ja, eiskalt hintergangen worden sind wir da.
Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass mich das überrascht. Ich war jedoch überrascht, dass Udina gekauft wurde. Er ist wohl auch nicht anders als andere Politiker. Der Rat ist daran gewöhnt, immer das größte Kind auf dem Spielplatz zu sein. Sie wollen nicht glauben, dass sie irgendwann von ihrem Vater abgeholt werden. Und gefressen werden, schätze ich. Und wenn ich bis zu Präsident Huerta gehen muss, ich sehe nicht zu, wie die Reaper anfangen, Leute umzubringen. Was immer du vorhast, du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß, dass es verdammt schwer ist, mich besser kennenzulernen. Daher werde ich dir zur Abwechslung einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du glücklich bist. Was immer du brauchst, ich werde dir helfen. So, jetzt habe ich's gesagt. Und schon ist mein weiblicher Mystizismus dahin. Ich hoffe, weiß nicht, ob die mir das anbietet, was ich gerade gedacht habe. Es war nicht gerade leicht, dich zu durchschauen. Aber ich glaube, es ist mir gelungen. Ich möchte auch, dass du glücklich bist. Das solltest du auch. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Ich hoffe, der hat nicht zugehört, ne? Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Klingt wichtig. Sie sollten wohl lieber hingehen. Ja, Flux erinnere ich mich noch dran. Werde ich jetzt auch meine Crew auswählen. Ich nehme jetzt mal wieder Ashley jetzt gerade mal, weil ich überlege gerade, es wird halt, wir haben hier wieder der Caden ist halt weg. Die hatte ich jetzt alle schon mal kürzlich. Ich glaube, so werde ich es mal machen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, dann werden wir uns halt mal im Flux umschauen müssen. Aber das mache ich dann erst in der nächsten Folge und werde deshalb hier mit diesem schönen Ausblick einen kleinen... Warum kann ich die Hülle inspizieren? Aha. Gut, dann bleibt dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge.